Moin, moin, liebe Meerwasserfreunde, willkommen zurück in Hamburg. Moin, grüßt euch. Dieses Video leider unter dem Motto: Das Sterben kann nicht gestoppt werden? Fragezeichen. Es wird in der Tat im Moment noch nicht so richtig besser. Ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen verlangsamt. Ich zeige euch gleich die einzelnen Korallen. Aber so richtig stoppen konnte ich das noch nicht. Aber bevor ich hier in medias res gehe, erstmal einen ganz lieben Gruß an den Marc Flotow vom Meerwasser-Aquaristik-Kanal. Er hat ja in seinem letzten Frühstücksfernsehen, also er bringt ja immer Sonntagmorgen sein Video, für das total klasse, guckt das auch immer, finde ich mega interessant. Also in seinem letzten Video hat er hier auf mein Problem verwiesen und ich habe dann eben auch festgestellt, dass ich deutlich mehr Besucher hatte und auch offensichtlich einige Abonnenten hinzugewinnen konnte. Ja, dafür erstmal vielen Dank. Von daher muss ich mal davon ausgehen, dass der ein oder andere vielleicht neu auf dem Kanal ist. Also mein Ziel ist es hier tatsächlich einfach die Probleme zu berichten, die man so hat. Nette Aquarianer, also Aquarianer sind ja per se nett, kennenzulernen, sich über Probleme auszutauschen und zu lösen. Ich mache keine Werbung, ich werde von niemandem gesponsert, möchte ich auch nicht. Erwähne hin und wieder mal Produkte, von denen ich überzeugt bin oder eben auch gar nicht. Das ist so ein bisschen die Richtung. Also eher Menschen kennenlernen, austauschen, Erfahrungsaustausch. Denn ich selber habe vor einigen Jahren mit dem Hobby angefangen und habe eben auch hier sehr, sehr viel gelernt und einiges kann ich schon weitergeben und viele andere Dinge lerne ich ja noch dazu. Also Marc, vielen Dank und kommen wir mal zum Thema. Kann ich das Sterben denn nie stoppen? Also als ich mit dem Thema angefangen habe, habe ich natürlich nicht daran gedacht, dass das hier eine endlose Fortsetzungsserie wird, sondern dass ich es einfach vielleicht doch hinkriege. Ich habe auch viele Tipps bekommen, viele Vermutungen, da vielen Dank. Nee, Montipora-Schnecken sind es offensichtlich nicht. Denn wie ihr hier seht, es sind auch Akroporen betroffen. Ich weiß es ehrlich gesagt immer noch nicht, was es sein kann. Von der Chemie her ist es, jetzt muss ich einschränken, einigermaßen in Ordnung. Also ich habe in dieser Woche festgestellt, dass ich erhebliche Kalziumschwankungen drin habe. Der Kalziumverbrauch ist also extrem angezogen bei mir. Und in dieser Woche zum Beispiel ist mein Kalzium von 425, 430, fahre ich immer so, auf 479 runtergetropft. Es kann natürlich sein, dass hier diese enormen Schwankungen der Grundwerte auch eine Ursache darstellen. Aber ich glaube es nicht, denn die Schwankungen, ja, wenn es wächst, dann wächst es halt, ne? Eigentlich sind so ein bisschen Schwankungen immer normal. Natürlich nicht so in diesem Ausmaß. Also ich finde es nach wie vor mysteriös. Ich kann es nicht stoppen und ehrlich gesagt, hier diese kleine Acropora, von der ich mich jetzt so langsam verabschieden kann und muss, das war wirklich eins meiner Lieblingstiere. Es hat nichts gebracht. Ihr seht da oben auch, da löst sich richtig das Gewebe auf oder es löst sich ab. Who knows? Bleibt mir nur abzuwarten, dass es nicht überall hin übergreift und dass ich das Becken und die Korallen retten kann, denn ehrlich gesagt, ich hänge an jedem Tier. Nichtsdestotrotz, vielleicht weiß der eine oder andere, ich ziehe bald um. Diese Woche ist das Becken angekommen. Es wird ein Reefer S1000. Das ist ein totales Monster. Also die Spedition ist, glaube ich, Donnerstag oder Freitag angekommen. Und hat das Riesenpaket vorbeigebracht. Wow. Es wird dann so Step by Step im neuen Wohndomizil aufgebaut. Ich werde euch natürlich mitnehmen, aber kein Unpacking-Video oder so. Das finde ich alles ein bisschen albern, ehrlich gesagt. Ja, aber ich freue mich natürlich. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass es hier meinen Korallen, meinen Fischen und so weiter richtig gut geht. Denn Ende Januar steht ein Umzug an. Und das ist natürlich für die Tiere Stress, genauso wie für uns. Naja, was soll's. Okay, so viel aus Hamburg für heute. Bis denn. Tschüss.